Alright, alright, alright. Gewinnt der Kollege die nächste Runde in Folge? I don't wanna jinx it, so let's check it out. Mal gucken. Vielleicht ist es auch ganz schnell vorbei, wenn jetzt jemand hier direkt spawnt und im Busch sitzt. Ich hasse diesen Spawn. Ich glaube, es gibt wenig Spawns, wo ich am Anfang so vorsichtig und ängstlich spiele. Weil da so oft einer einfach im Busch sitzen bleibt, weil alle wissen, dass man hier nebeneinander spawnt. Ich habe aber nichts gesehen oder gehört bis jetzt. Also, probieren wir es mal. Da oben im Norden explodiert schon irgendwas. Hühner? Was für Hühner? Da hinten ist eine Hühner. Slaughterhouse oder was? Ich habe nämlich gar nichts gehört. Vielleicht so gerade außer Reichweite oder so. Für mich. Das blöde Arschloch da drin. Die sind ja gleich nebendran. Achso, ist der andere Boss da drüben im Slaughterhouse. Achso, jetzt hast du eine Hühner getriggert, oder? Ja, die sind hier gleich neben. Das, die macht nicht. Achso, okay. Dann waren das die, die du gehört hast. Ja, gehen wir nach Pitching. Die haben irgendwas, glaube ich, so ein bisschen an den Sound von den Hühnern geändert. Damit man also, leichter unterscheiden kann. Ich muss mal schütten an dem Wagen vorbei. Mir fehlt ein großer Knotzen, weil. Ja, hier. Was ist drin? Mit Staffel. Hier vorne auf dem Feld ist ein Pferd. Ist auch das Pferd. Sau mit Ding, das tut mir fast leid. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Hängt in der Endlosschleife. Du bist da. Fort Rika? Kann ich Boss da? Nein, hier vorne. Ah, okay, ist hier unten die Kuh. Alright. Nächster Stopp wäre Lock Bay. Sollen wir vorher einen Abstecher nach Heilige Kirche machen? Wasser? Können wir machen, ja. Ich würde eh nicht mitten durch den Sumpf laufen, also. Okay, ich wäre jetzt auch an der Church vorbei, durch den Wald. Können wir den Schlenker noch machen und bestenfalls zwei Glues mitnehmen? Oder? Ja, klar, machen wir. Vielleicht kommt da auch jemand von anderen Boss gerade vorbei, zufällig. Oder der andere Boss ist da. Kann ja alles passieren.
Tina Armut links von dir. Ich habe auch Serpent auf dem Dude hier, sehe ich gerade. Nimm mal die andere Clue von hier, brauchst da nicht hinlaufen. Da sind nämlich auch Hunde. Alright. Ja, können wir eigentlich auch nach Stillwater dann gehen, oder? Aber einmal hier oben raus, da unten sind Hunde, Julian bestimmt sonst. Eine Toolbox. Eine Hive Bomb. Ja komm, ich werf die mal da vorne irgendwo weg, dann nehme ich mir mal was Neues. Flash, ja. Flash ist gut. Wo läufst du jetzt hin? Ich hab hier kurz mal Küche, was? Eine Armut. Da drüben ist eine Hive gestorben. Ja, das war meine Hive-Bomb. Ich hab eine Hive-Bomb weggeworfen, damit ich was Neues aufheben kann. Alice. Wer ist das denn? Ja, komm, scheiß drauf, geh mal hier rüber. Ah, okay, da sind auch schon zwei Teams, anscheinend. Du ist da hinten. Explosion in der Chapel. Der Boss ist dann. Ja, der Boss ist in der Chapel. Alright, Clue habe ich noch bekommen, so gerade. Okay. Jetzt sind die XP noch. Okay, also wir haben Alice einen Boss, Chapel einen Boss. Müssen wir eigentlich zuerst Chapel gehen, den killen, dann vorm Ausgang die anderen abfangen, beziehungsweise halt in die andere Richtung gehen. Oder. Ja. Ja, gut, theoretisch können die halt weglaufen. Ja, ich gehe mal auch erst nach Alice, weil die schon früher fertig sind. Ja, hat's gesagt. Runde links auf der Wiese. Die ist noch immer noch in Alice rum. Einer mit einer Uppercut, wahrscheinlich mit mit einer Shotgun. Also lässt nicht zu nah ran. War glaube ich Dual Wield Nagant oder so gerade. Dual Wield Conversion. Vielleicht eine Chain Pistol oder so, Dual Wield. Armor Trigger da drüben. Da läuft einer. Der ist hier vorne an den Heuballen gewesen. Oh, der ist gerade oben reingeklettert. Ah, schade, ich habe es nicht rechtzeitig gesehen. Oh nein, hör auf zu glitschen. Down. Oben im Haus, im überm Bosshaus habe ich den gekillt.
Ja, genau, oben an dem Balkon da. Ah, scheiß auf die Krähen, die haben uns ja eh gehört. Die halt nicht triggern, obwohl ich schon direkt daneben stehe. Der war sich am Bandagen, also. Hier ist eine Kasse, kann man noch nehmen. Boss ist gerade fertig. Auf dem Dach. Metallsteps. Kann ich hier drüben. Ich glaube, ich gehe mal da oben. Lol. Okay. Ja, ich habe einen wieder gekillt. Noch einen da oben drin. Wird wohl der Teammate von ihm gewesen sein. Ja, hier oben drin. Der hat mit Dual Wield Conversion Pistol geschossen. Ich schmeiß mal was rein. Jo. Ich decke so gut ich kann. Hier ist ein Trade hinten drin. Self-Skin. Schade eigentlich, dass man von hier nicht da oben rein kann. Bounty liegt da vorne. Hast du nicht Serpentis? Ja, habe ich. Ich brauche nur einen safen Spot. Ich probiere es mal von hier. Ich hoffe, dass da keiner am Fenster kommt oder so. Ragnar hat aufgehoben, aber die andere Bounty. Anderes Gebäude hinten ist noch einer drin. Einer oder zwei, kann ich nicht genau erkennen, halt ein oranger Blob. Die anderen beiden liegen hier oben drin, sind beide noch tot. Ja, von hier aus auf 255. Ich glaube sogar hinter dem Gebäude. Ja, ja, hinterm Gebäude. Ja, im Feld hinten gleich, oder so. Ich hol mir den zweiten Clou. Oh shit. Geht hier rum. Ah, da rennt er. Da ganz hinten. Willst du nochmal pinken? Ich seh's nicht. Da ganz hinten. Ich hab keinen einzigen Schuss gelandet. Der ist halt auch die ganze Zeit zickzack gelaufen. Das war einfach nur ein Raten in der Hoffnung, dass ich vielleicht treffe. Gut, jetzt mal den zweiten noch. Er geht stiften, ja. Und die anderen sind gleich draußen. Jo. Sind schon raus. Ja, sonst ist so nicht los hier. Ja, dann. Guck mal gerade, ob hier irgendwo noch ein Toter liegt. Ansonsten würde ich dann auch da rausgehen, wo die anderen rausgegangen sind. Hier ist ein Meathead noch, wenn du Dynamit oder so loswerden willst. Da vorne. Schon wieder einfach alle umgebracht hier. Okay, also hier liegt zumindest niemand drin. Vielleicht nochmal hier im Hof kurz gucken. Eif weg. Ja, hier ist noch eine Toolbox. Guck mal, ob du vielleicht Dynamit rauskriegst. Oder bist du voll? Ich bin eigentlich voll, aber ich kann jetzt mal noch, ich kann dem, Heilbombe an den Kopf schmeißen. Ja. Guck mal, was du da noch rauskriegst. Schmeiß mal nochmal Feuer drauf und dann... Ja, der wird wohl jetzt gleich schon tot sein. Bullet Grubber. Alright, dann
Ab Richtung Chapel. Ach, hier ist noch einer. Ja, dann kann ich die Dynamitstange draufschmeißen. Ja, okay, mach das. Nochmal einen Check. Oh, da im Norden ist noch jemand im Wald hinten. By the way, dachte ich, erwähne es mal. Der ist wahrscheinlich rotiert, der eine Typ. Ich ne, der ist im Nordwesten hier vorne. Da hinten, glaube ich. Ne, sogar näher dran schon. Vorne am Zaun. Hit. Er ist hinter dem weißen Häuschen. Meine Schüsse kommen leider nicht an. Down. Weiß nicht, warst du oder ich? Also ich hab ich hab den Hitmarker auch gekillt. Also er müsste eigentlich von mir gestorben sein. Ja. Ja, das ist aber auch der Typ, der weggelaufen ist, den ich hinten gesehen habe. Ach so, deshalb. Ja, hat er gedacht, oh, jetzt laufe ich einfach weg und dann komme ich wieder. Und dann komme ich schon wieder. Was ist das für eine Waffe hier? Eine Conversion Pistol? Ah ne, eine Uppercut. Okay, stimmt, ja. Die ist so Messingfarben, die kenne ich gar nicht. Ja, das ist der neue DLC, der heute rausgekommen ist. Ich war gerade noch nicht sicher, ob es eine Uppercut oder eine Conversion Pistol ist. Ja, komm, dann nehme ich die mit. Also es sei denn, du wolltest die jetzt haben. Ach. Ja, okay. Dann können wir jetzt rausgehen. Doch noch mal schießen dürfen. Ich hab's gar getroffen. Und vielleicht habe ich den Kill. Das war ziemlich zeitgleich. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, du hast den. Also hast du denn auch noch einen Hitmarker nochmal bekommen? Ich hab einen Hitmarker. Okay. Ja, gut. Dann weiß ich auch nicht. Vielleicht. Wie viel Boot vielleicht hast du noch? Du nicht die ganze Arbeit gemacht. Nee, sowieso nicht. Du hast ja auch geschossen. Es war auch nur ein Bodyshot. Also, du hast den auf jeden Fall einen Assist. Ja, ich erschießen hier. Wie viel Boost du noch hast, habe ich gefragt. 3 habe ich. Dann check mal, bevor wir hier rüberlaufen. Es ist frei. Okay. Wie du halt mitten auf dem Weg einfach still stehen bleibst und dich im Kreis drehst. Ja, das stimmt ja. Es sind die kleinen Dinge, weißt du? Es sind die Wenn ich checke, Dinge, dann laufe ich einfach immer weiter und kannst ja während du checkst auch noch weit. Guck mal, da drüben ist noch ein Meathead. Willst du den auch noch wegmachen? Noch ein großes Dynamitbündel dabei. Ja, komm, mach halt einfach weg damit. Am Compound hinten. Hier vorne. Ich könnte ihm noch eine Blitzgranate auf den Kopf schmeißen. Ja, hab ich auch noch. Aber ich benutze die halt gerne, deswegen würde ich die mal behalten. Und ansonsten habe ich nur 2 Frag-Granaten. Conduit. Dann komm, Armut, renn ins Feuer. Dankeschön. Trottel. Clear. Können wir noch mal kurz hier einmal durch den Compound laufen. Vielleicht liegt hier noch irgendwer rum. Ich hör doch noch ein Meathead da vorne. Oder nicht? Bin ich aber. Jetzt hab ich aber nichts mehr. Ja, sonst. Der ist ja jetzt direkt vorm Ausgang. Da können wir einfach kurz erschießen. Ich glaub hier vorne. An der Ecke hinten. Ja, hier. Vorne an der Ecke.
Achso, ich habe ja jetzt eine Uppercut. Ups. Ich wollte gerade voll losfetten hier. Da habe ich eine Uppercut. Ups. Auch nochmal was gedroppt hier. Ich habe es doch wegfliegen sehen. Oder? War das nicht eine... Ah ja, hier. Pitcher. Ah, schade. Den hätte ich brauchen können, aber ich bin... Ein bisschen voll. Jo. Ja, das ist jetzt der nächste 50er. So, Ausgang ist frei, ja? Alright. Alright, alright, alright. Das war dann auch meine letzte Runde für heute. Ich muss jetzt Schluss machen. Schon zu spät, ja. Schon wieder ganz viel Zeit. So. Ein Stündchen bin ich bestimmt noch wach, aber... Ja, kann ich gerade essen, vielleicht noch ein Video gucken. Die anderen Leute wollen auch schon schlafen jetzt gleich. Ich gehe auch lieber ein bisschen eher aus Hand raus, weil wenn da so eine spannende Runde hast, dann kannst du nicht einschlafen, weißt du, ist der ganze Kopf ist noch so voll so.